Schwedens Alleingang bei der Corona-Politik hat die Welt erstaunt. Keine Quarantäne, kein Lockdown, alles blieb offen. Die Regierung beschränkte sich darauf, an das Verantwortungsgefühl des Einzelnen zu appellieren und daran, das Händewaschen nicht zu vergessen. Aus wirtschaftlichen Gründen habe man das nicht gemacht, sagt der Epidemiologe des Staats. Das weist er entschieden zurück. Mit der Wirtschaft habe die Corona-Politik Schwedens nichts zu tun. Doch in einer globalen Welt leidet die schwedische Wirtschaft doch unter der Corona-Krise. Niemals zuvor verloren so viele in Schweden ihre Arbeit, die Handelsministerin erklärt. Schweden ist ein Land, dessen Wirtschaft sehr vom Export bestimmt wird. 50% unseres Bruttoinlandprodukts hängen vom Export ab. Wenn die anderen Länder dicht machen, betrifft uns das. Ja, wir haben einen kräftigen Schlag abbekommen. Kritiker sagen, die Regierung hätte früher einschreiten müssen und den Unternehmen helfen. Ein Wirtschaftswissenschaftler: Ich denke, die Regierung hätte viel schneller reagieren müssen. Sie hätte den Unternehmen entgegenkommen müssen, bestimmte Zahlungen übernehmen. Dann wäre die Wirtschaft nicht so abgesackt. Natürlich ist auch der Tourismussektor schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Inhaberin eines Andenkenladens in Gamla Stan in Stockholm hat keine Kunden mehr. Wenn man so viel Energie in ein Geschäft gesteckt hat und es über so viele Jahre aufgebaut hat, so wie ich, ohnehin war mein Stundenlohn nicht sehr hoch. Damit ihr Laden überlebt, müssten die Touristen kommen. Fraglich. Viele zögern in diesem Sommer zu verreisen.